Hallo Leute, heute begrüße ich euch wieder zu einem Tutorial. Heute geht es um einen Schleifstein und zwar um die Frage, wie funktioniert ein Schleifstein? Dazu möchte ich euch die Grundlage zum besseren Verständnis von Schleifmittel vermitteln und dabei geht es um die Bindung, das Gefüge und das Korn. Als erstes stellen wir uns mal die Frage, was ist die Bindung? Man kennt das Wort vom Namen Bindung, Menschenbindung, das heißt einfach Zusammenhalt. Und die Bindung hat die Aufgabe, das Korn, also einzelne Schleifkörner oder Sandkörner, mal jetzt ganz grob gesagt, zusammenzuhalten. Also wie so ein Teig. Körner kennen wir ja schon vom letzten Video. Da ging es ja darum, was sind Schleifmittel genau. Wer das neu kennt, einfach nochmal anschauen. Die Art und Menge des verwendeten Schleifmittels beeinflusst die Härte und die Schleifeigenschaften des Schleifkörpers, also sprich vom Schleifstein. Die Aufgabe von der Bindung ist, das Korn sicher zu halten, um es stabil zu machen. Und natürlich muss die Bindung des Korn dann auch rechtzeitig freigeben, wenn das Korn stumpf geworden ist. Der optimale Zustand ist natürlich dann, wenn das Korn stumpf ist, der Schleifdruck erhöht sich dann, dadurch wird auch die Belastung für die Bindung immer höher und irgendwann bricht das Korn dann einfach weg. Man sieht auch, es bricht aus dem Gefüge aus oder auch ein Totalausbruch. Das heißt, das Korn geht im ganzen Stück vom Schleifmittel weg. Es gibt allerdings noch auch einen Makroausbruch. Das heißt, ein Stück vom Schleifkorn bricht dann ab und entstehen neue scharfe Kanten. Und das Schleifmittel kann dann wieder weiter schleifen. Und bei ganz neuen Schleifmitteln gibt es auch einen Mikroausbruch. Man sieht es auf dem Bild, da brechen viele kleine Körner weg und es ist dadurch dann wesentlich feiner, das Ganze. Was man dazu sagen muss, das Verhältnis von Schleifkörper zum Bindung und somit auch im Porgerraum, das nennt man Gefüge. Zwischen dem Korn und der Bindung muss dann immer noch ein Porerraum existieren, weil schließlich tragen wir Späne ab und für den brauchen wir dann auch einen Raum, wo die sich ablagern können. Das ist dann der Spanraum. Und dafür ist auch das Gefüge da. Und was dann auch noch wichtig ist, gerade der Porerraum kann nicht nur die Späne aufnehmen, sondern auch Kühlmittel wie Wasser, Öl, Petroleum. Somit fördert die Kühlung und der Abtransport von der Späne, sodass die nicht mehr am Werkstück anliegen, sondern in die tiefere Regionen vom Schleifstein gelangen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wenn die Poren mal zu klein sind, setzen sich diese immer mehr zu. Und somit entsteht dann immer mehr Reibung und dadurch entsteht dann immer Druck und Widerstand auf das Werkstück und auf dem Schleifstein. Beim maschinellen Schleifen würde dann auch noch eine höhere Temperatur entstehen. Was man dazu sagen muss, es hört sich erst im Moment vielleicht negativ an, aber beim Wasserstein ist es sogar gewollt. Denn zum Schluss wären die Poren dann immer dichter, es wird immer weniger abgetragen von dem Werkstoff und es gibt ganz feine Riefe zum Schluss nur noch. Das ist dann wie eine Endpolitur. Wenn wir natürlich dann fertig sind, müssen wir die Späne aus den Zwischenräumen wieder entfernen. Deswegen ist auch das Wässern vom Wasserstein ganz wichtig, weil ich dann die Poren wieder frei spüle mit dem Wasser. Wenn ihr das Bild auf der linken Seite anschaut, ist es dann ganz klar, was die Bindung ist, was das Korn ist und was der Spanraum ist, der Spankörper ist. Wie gesagt, beim Wässern werden die Poren wieder ausgespült und wieder frei. Was jetzt dazu kommt, ist noch, viele sprechen von einem harten und einem weichen Schleifmittel. Und viele denken immer, das Korn ist hart oder weich. Dem ist aber nicht so. Die Härte vom Schleifmittel bezeichnet man sozusagen die Härte von der Bindung. Wenn die Bindung weich ist, bricht das Korn schneller weg, ist die Bindung hart, bleibt das Korn länger im Gefüge. Und daher gibt es auch verschiedene Bindungsarten.
Also wir unterscheiden jetzt da die Art der Bindungen. Die natürliche Bindung kommt ja vor, wie zum Beispiel im belgischen Brocken. Da ist einfach so gewachsen und so verwenden wir dann auch. Keramische Bindung kann man sich vorstellen, das wird wie so ein Brennofen gebrannt und durch das Herstellungsverfahren entstehen dann auch die Spannräume und die Festigkeit der Bindung. Durch es mit ziemlich hoher Temperatur brennen, ist die Bindung ziemlich hart. Durch es nicht so lang brennen, wird sie weicher. Dann gibt es eine Kunstharzbindung und die Kunstharze vermischt die mit dem Korn und backt das sozusagen zusammen. Dann gibt es eine metallische Bindung. Da wären die Körner mit der Art Sinterverfahren ins Metall eingebacken. Sinterverfahren kann man so bezeichnen: Man nimmt die Schleifkörner, man nimmt feingemahlenes Metall, meistens Bronze, und dann wird es nur ganz wenig erwärmt durch den Strom, dass nur die Außenbereiche vom Material breich wäre und wird dann zusammengepresst. Somit verhindere ich, dass es komplett zusammengepresst wird, sprich, dass ich keinen Spanraum mehr habe, da nur die Randzone dann so ja, leicht weich war, kann ich sie zu hoch verfestigen. Galvanische Bindung, das wird so gemacht, ich nehme das Korn, dann muss ich da eine leitende Oberfläche anbringen. Und dann wird über die Galvanik Metall drauf abgeschieden, wo das Ganze dann verfestigt und zusammenpackt. Somit habe ich dann nur ganz dünne Schicht vom Material oder vom Metall außer drauf und es gibt dann den Halt. Die Gummibindung, die bindet sozusagen das Korn dann wie ein Radiergummi. Das kann man ziemlich gut miteinander vergleichen. Radiergummi ist auch so was Ähnliches. Aber Korn und Gummi. Nur im technischen Bereich nimmt man durch den andere Körner, sonst hätte man ja ein Loch im Papier. Nehmen wir erstmal die natürliche Bindung. Wie erwähnt, Natursteine. Und das Ganze sind natürlich, wie schon öfters erwähnt, Sedimentgesteine. Bestes Beispiel, belgischer Brocke, Arkansas und die japanischen Natursteine. Und dadurch ist die Bindung und die Porigkeit schon vorgegeben durch die Natur und kann nicht mehr beeinflusst werden. Die meisten haben kaum Poren, weil von Natur aus das Gestein schon recht gut verfestigt ist und erst seine Stabilität dadurch auch bekommt. Daher nimmt man sie meistens auch zur Endpolitur von Werkzeugen, ganz bekannter belgischer Brocke bei den Schreinern, die tun ihr Stechpeitel zum Schluss dann ganz leicht mit abziehen. Dass Natursteine sind, und nicht viel Wasser aufnehmen, dann reicht es ganz kurz, für ein bisschen Wasser oder ein bisschen Öl zu benutzen. Als nächstes kommt die keramische Bindung. Die keramische Bindung wird ja, technisch hergestellt durch ein Brennverfahren. Wie erwähnt, ist Keramik und Schleifkorn zusammengepresst und nachher bei Temperatur verfestigt. Dadurch gibt es natürlich eine ziemlich große Bandbreite. Ich kann das ziemlich grobporig machen. Ich kann das feinporig machen. Also von Grobschleife bis auf Feinschleife kann ich da alles machen. Und somit kann ich die Porigkeit in einem ganz großen Bereich beeinflussen. Wie erwähnt, auch ganz große Poren sind möglich. Verwandt wird es dann oft beim Vorschleifen. Dann, wenn man jetzt einen Schleifstein hat, müsste es ja auch längere Zeit gewässert oder in Öl eingelegt werden. Da jetzt mehrere Poren vorhanden sind, dauert es eine gewisse Zeit, bis die Poren mit der Flüssigkeit gefüllt sind und die Luft entweichen kann. Der Vorteil von der Bindungsart ist, dass sie sehr formstabil sind. Wird zum Beispiel auch, wenn man so einen Gewindebohrer hat, um den die Form zu schleifen, auch verwendet. Dann haben wir die Kunstharzbindung. Kennt eigentlich jeder. Wird dadurch wieder technisch hergestellt. Kunstharz ist ein Kunstprodukt. Besteht dadurch aus Kunstharz und Schleifkorn. Und wieder auch eine große Bandbreite möglich. Die Bindung und Porigkeit kann auch im großen Bereich beeinflusst werden und sind auch ziemlich große Poren möglich. Meistens vertragen diese Steine nur Wasser, weil die meisten Kunstharze sich mit Öl nicht vertragen, sich auflösen. Das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Was auch nicht jeder weiß,
Kunstharzbindung hat auch ganz normales Schmirgelpapier. Es gibt zwar auch noch billige mit einer Art Leim, aber die heutige technische Schleifleine wäre mit Kunstharz gebunden. Dann die Flex ist auch ein Kunstharz gebundenes Produkt. Und die in der Technik verwendete Schleifsteine, Rundschleifsteine an den Schleifböcken ist meistens auch Kunstharz gebunden. Sind nicht ganz so formstabil wie die keramische Bindung, muss man auch berücksichtigen, aber dafür einfach in der Herstellung und auch kostengünstig. Jetzt kommen wir zur metallischen Bindung. Wie schon erwähnt, wird meistens Brose als Grundmaterial genommen. Brose wird dann gemischt mit dem Schleifkorn und wird dann ganz leicht an der Randschicht erhitzt, meistens nimmt man Strom dazu. Der Strom mischt dann das Korn oder das Bindemittel, die Brose, leicht teigig und dann wird es zusammengepresst oder auf Form gepresst. Dadurch ist eigentlich keine große Porigkeit vorhanden, nur minimal. Daher wird es auch für Materialien genommen, die keinen großen Abtrag haben, wie zum Beispiel Keramik, Glas, Beton und Gestein, zum Beispiel die Grabsteine. Wenn die geschliffen wären, nimmt man die metallische Bindung oft dazu. Wie zum Beispiel bei so Grabsteinen nimmt man natürlich den Nassschliff, weil durch das große Porigkeit da ist, müssen wir dann mit der Flüssigkeit das Material, wo abgetragen wurde, davor spülen. Es ist sehr zu empfehlen. Natürlich eine gute Kante und Formstabilität. Metall ist natürlich sehr formstabil. Es nützt sich nicht so schnell ab. Meist wird es verwendet mit Diamant und kubisches Bornitrit, weil das Schleifkorn natürlich auch ziemlich lang hält und somit kaum eine Abnutzung existiert. Nun kommen wir zur galvanischen Bindung. Viele haben den Begriff noch gar nicht gehört, aber ihr werdet es schon oft gesehen haben. Wenn ihr so eine diamantbeschichtete Trennscheibe habt oder was ihr auch nicht glaubt, eine ganz normale Nagelfeile, womit Diamant beschichtet ist eine galvanische Bindung. Man trägt dazu über die Galvanik ganz die Metallschicht auf und tut mit der galvanischen Schicht dann auch die Körner mit verbinden. Da gibt es eine spezielle Methode, ich kenne es nur eine, wo dann die Körner so eine Art Graphit aufgetragen wird und das Graphit ist schon elektrisch leitend und somit lagert sich auch an dem Korn das Metall ab und wird dann direkt mit dem Untermaterial verbunden. Man nimmt es meistens zum Schleifen von Stahl, Keramik und Hartmetall und wird nur oberflächliche Schicht produziert. Man sieht es ja an der Nagelfeile, die Körner liegen nur ganz oberflächlich auf. Und als Medium ist oft Nickel, also die metallische Schicht. Und weil es dann das Korn ja kaum bedeckt ist, ist auch die Korndicke gleich die Schleifschichtdicke, sprich, da habe ich es geschrieben, Schichtdicke. Dadurch gibt es natürlich eine sehr gute Spanabfuhr, weil die Körner dann wie auf Papier geklebt sind und zwischendrin automatisch viele Zwischenräume existieren. Und wie beim Vorigen wird meistens Diamant oder das kubische Bornitrit verwendet. So, zu allerletzt kommen wir jetzt zur Gummibindung, wird auch technisch hergestellt. Besteht auch eine Mischung aus Gummi und Schleifkorn und ist aus Gummi schon bedingt nicht formstabil und daher aber auch positiv zu sehen, es passt sich im Werkstück an. Dadurch auch nicht temperaturstabil, was aber auch wieder gut ist, es eignet sich als Politur. Es gibt so kleine Schleifstifte, wo man unten sieht, in der kann man wunderbar etwas nachpolieren. Und der obere Schleifgummi wird oft verwandt, um einen gleichmäßigen Strich auf ein Metall zu bringen, wo dann aussieht, wie es gebürstet wäre, aber im Endeffekt ist es geschliffen. Kann man oft verwenden, wenn man Rostigsmesser hat. Und wenn man dann mit dem Schleifgummi drüber geht, passt der sich der Klinge an, auch wenn die ein bisschen krumm ist, und ich kann flächig den Rost abtragen. So, unser Fazit. Bei jeder Bindungsart, wie wir gesehen haben, gibt es Vor- und Nachteile. Durch die Vor- und Nachteile kann das Schleifergebnis natürlich stark beeinflusst werden.
Man muss also immer wissen, was man am besten für welchen Arbeitsschritt verwendet. Dann das Kühl- und Schleifmedium muss natürlich angepasst werden. Wie wir gehört haben, das Öl löst Kunstharz auf, oder Kunstharzbindung. Also muss ich immer wissen, wie mein Schleifmittel gebunden ist und dementsprechend mein Kühl- oder Schmiermittel dazu anpassen. Dann die Drehzahlen müssen natürlich auch angepasst werden. Also vor allem, wenn man jetzt maschinell schleift. Wenn man jetzt ein leicht gebundenes Schleifmittel mit zu hoher Drehzahl drehen lässt, würde uns das Schleifmittel um die Ohren fliegen. Das haben auch schon manche Intelligenzbolzen geschafft. Die haben eine ganz normale Metallschleifscheibe in ihr Flex eingespannt und haben sich dann gewundert, warum jetzt wohl die Schleifscheibe in und Ohren geflogen sind. Haben dann berücksichtigt, dass eigentlich ein Flex wesentlich schneller dreht und diese Drehzahl normaler Schleifstein nicht verträgt. Dann wichtig ist auch, die Bindung beeinflusst die Standzeit, da die Bindung das Korn bei bestimmten Stumpfheitsgraden freigibt. Gibt es früher frei, sprich wenn das Korn kaum abgenutzt ist, nutzt sich dann das komplette Schleifmittel auch schneller ab. Wie wir aber gesehen haben, kann eine Abnutzung auch von Vorteil sein, wenn sich dadurch eine feine Schleifpaste bildet und diese Schleifpaste dann zum Schluss unsere Klinge poliert. Ja, das Wässern haben wir auch schon mal angesprochen. Das Wässern von Banksteinen ist wichtig, damit man die Pore noch frei bekommt. Was man auch noch sagen muss, man darf einen Stein nicht ewig wässern, weil das tut man auch nicht gut. Meistens sagt man etwa 10 Minuten, Viertelstunde, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen, dann ist es richtig so. Und beim Schleifprozess dann immer noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Viele werden sich fragen, ja, warum ist das so? Warum darf man ewig wässern? Es gibt Bindungsarten, wenn die ständig mit Wasser in Verbindung kommen, lösen die sich ganz leicht auf. Man kann es dann so vorstellen, das ist wie ein Sandstein, wo dann verwittert. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch einiges erklären können. Wenn es euch noch Fragen geben sollte, fragt es einfach. Schreibt sie unten in den Kommentar, das würde uns sehr freuen. Auch vielen Dank an die lieben Leser oder Zuschauer, wo mir wunderbare und nette Kommentare geschickt haben. Das hat richtig Freude gemacht und hat aufgebaut, dass man auch weiterhin dranbleibt und so Tutorials macht, um euch was zu erklären. Also bleibt uns treu. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Natürlich über ein Like freuen wir uns auch riesig. Also bis dann, bleibt uns treu, euer Güni and Friends Team.